Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 Stappenbach Challenge Projekt mit dem Randy und dem Tino. Hallo. Hi, hallo. Leute. Weiter geht die wilde Fahrt. Weiter geht die wilde Fahrt. Richtig. Warum habe ich jetzt keinen Sound mehr? Weil du so oft rausgetappt bist. Naja, habe ich jetzt auch schon wieder fast das Gefühl. Gott. Ah, jetzt so. Ah, wird das stark ändern. So. Sehen wir, wenn das mit der jetzt hier nochmal. Sorry, Freunde. Ach so. Ich glaube. Kurz, kommt bei Melune. Ach so, wir sind jetzt hier im ETS-Channel. Da könnt ihr uns auch wieder zurück hinschieben, ne? Bei der also, ziehen wir noch nicht, ja. Also, So, wollen wir mal kurz schauen. Hallo. Hallo. Hallo, wer sind Sie denn? Was machen Sie denn hier? Hallo? Hallo. 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 Okay, tschüss. Tschüss. So. Werner, was hast du schon wieder schön... Was? Was hast du schon wieder Schönes gemacht? Wo denn? Beim LU. Ich habe mir bestätigen lassen, wie viele Ballen eingetroffen sind. Und? 43. 43? Jo. Ballen. Fall. Einfach so eingetroffen. Jo. Das ist der Wahnsinn. Jo. Und die willst du jetzt alle verkaufen? Nö. Was für ein Ballenlager? Hab ich. Und auch so ein volles Ballenlager? Nein. Hm. Was hast du jetzt vor mit den Ballen? Pellets. Strohballen? Heu. Heuballen. Tempomatspin rum, was denn da los? Da los? Sabotage? Ich glaube nicht. Mir hat hier einer am Traktor den Tempomat hier rumgefummelt. Also, Sachen gibt's, ne? Mhm. Randy? Ja, bitte. Kann ich mir der Düngerstreuer ausleihen? Yep. Merk mir die Zahl, wie viel drin war. Jo. Diesmal wirklich. Das ist schön. Wo hast du dein Lager? Wie mein Lager? Aber der Düngerstreuer steht auf der 88. Warum frage ich eigentlich? Was? 88? Yep. Wo ist denn? Ah, hier. Das gehört ja doch gar nicht. Klar, hab ich doch mittlerweile gekauft. Doch, der hat 88 gekauft, hat er gesagt. Oder wollte also, er kaufen? Bei mir steht. Also bei mir ist die 88 nicht verkauft. Nee, ne, ich hab doch das LU. Nee, erstmal wollte ich das LU das Geld geben, dann kam es bei Tino an, dann sollte es Tino überweisen und das LU kaufen. Und lass mich raten, das LU hast du nicht gekauft. Also es ist nicht fett geschrieben und die, die fett geschrieben sind, sind nicht verkauft. Muss ich gleich wieder gucken, dann kannst du ja Lune nämlich gleich wieder einen Anschluss kriegen. Fakt ist eins, gekauft habe ich. Nee, haben die echt nicht gekauft. Wow. Ich hab's aber weiter überwiesen. Ja, das ist ja, dann muss ich stehen. Glaube ich. Mal. Ja, dann muss ich dir nochmal kurz Bescheid sagen. Ich muss mal kurz hier. Mein Gott, wie ist der Typ? Stappenbach 2 hat den Server verlassen. Das geht ja, das war los. Vorher schon beim Sinken. So. Das geht sich ja nicht mal gut aus hier. Ich kann jetzt endlich ohne Probleme GPS verwenden. Es ist ein Träumchen. Warum jetzt erst? Ja, weil da lagen früher meine Aufnahmetasten drauf. Okay. Lach nicht, ist es so. Habe ich ein Fiepen im Mikro oder so? Wenn ich spreche, ein leichtes Fiepen, irgend sowas? Nö, nix. Gut. Nix. Gut. Gut, vielleicht mal eine Folge aussetzen an deiner Stelle. Warum? Einfach nur, um das Mikrofon wieder ein bisschen zu beruhigen. Ja, ich weiß. Es
Mikro ist leider. Ja, ärgert mich manchmal. Ich weiß aber nicht warum. Es ist so ein schönes und tolles Mikro. Ich mag es jedenfalls, sag mal so. Ja, hört man. Werner? Ja. Feld 118. In Disco. Liegt ein Ballen von dir, falls du den vermisst? Oder deine. Die ach, ist er abgehauen wieder, der Stuhl? Ja, ja, oder falls deine Ballenbrüder ihren Bruder nach vorne sind, ihren letzten. Der würde auf 118 schlingeln da rum. Also okay. Einer ist dort, was ich. Werde den gleich mal abholen, den Kollegen. Was die Ränderreichweite hergibt. Es kann auch sein, es liegen noch mehr dort. Er ist nämlich abgehauen von zu Hause. Der Schlingel. Entschuldigung. Der Wahnsinn. Entschuldigung. Entschuldigung. Benny, hast du Zeit? Jetzt irgendwie, ja, gleich. Um was geht's denn? Was kostet's denn, wenn man mal deine Häckslerdienste in Anspruch nimmt? Gleich wieder da. Ah, du hast auf die Zuschauer gehört. Die haben mir tatsächlich geschrieben, fragt der Randy wegen den Häckseln. Aber das macht natürlich bei Einfeldern keinen Sinn. Allerdings hätte ich ein kleines Notfeld, was mal schnell weggehäckselt werden müsste. Hast du nicht selber ein Häcksler? Nein. Nein? Nein. Nein? Nein. Welches Notfeld ist es denn? 102. Rechts, ganz rechts in der Mitte. Da, 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 da. Ganz rechts in der Mitte. Die habe ich gedüngt. Guten Tag. Mahlzeit. Falscher Channel. Das Problem ist, ich kann das Feld nicht kaufen. Wenn ich drauf drücke, ploppt das Feld weg, aber es ist nicht gekauft. Als Admin worden. Anmelden. Bin ich. Dann jemand kaufen lassen, der kein Admin ist. Gut. Gut. Also 102 finde ich nicht, sorry. 102? Nein, ganz linke Seite in der Mitte. Also wenn du auf der Karte ganz links guckst. Ach, das Ding. Das Ding. Ja, lehne ich freundlich ab. Warum? Ist mir zu groß. Was, schafft dein Häcksler nicht? Ja, schafft er schon. Würde mir jetzt auch zu lange dauern. Das ist schade. Ich hätte gerne mal mit so einem tollen Häcksler gearbeitet. Das ist schön. Du hast ja, ich Black, auch. Du hast ja Black Beauty gekauft, ne? Ja, ist das gleiche, ist halt mal anders angemalt. Ja, ja, ist schon aber klar, aber ist ja trotzdem ein tolles Gerät. Aber Werner ist jetzt aktuell wieder nicht da, ne? Nein. Warum? Hast du Interesse an den, also Werner wird es dann logischerweise auch nochmal anhören, Fortuna SW52K, Häckselgut Trailer 52.000 Liter. Ehrlich mal. Häckselgut Trailer 52.000 Liter? Jo. Was soll denn der kosten? Moment, muss ich mal eben in den Shop gucken, welcher das ist. Fortuna Pack und dann irgendwie der größte. Ach, Fortuna Pack? SA560? Nee. SW52K. Ja. Okay. Warum? Was ist mit dem? Brauche ich nicht. Warum ist, nicht? Hat nicht die tollen Dienste geleistet, die ich hätte erwarten wollen. Aber erklär mir trotzdem, warum du den verkaufen willst. Ja, weil der jetzt für den Häcksler nicht geeignet war. Erzähl mal, warum nicht. Ich schau den ja hinten dran. Ja, und das geht nicht, oder was? Das hat nicht richtig geklappt, ne. Okay. Ist zu groß oder zu Dings, der schafft den Winkel nicht richtig. Aber Herr Wernersen, Fortuna, SW52K, Silagegut Trailer. Welchen willst du dir jetzt holen? Den Klaas oder was? Den Klaas habe ich schon. Den Cargo? Was? Fortuna SW52K. Brauche ich nicht. Hast du den Glas Cargo? Funktioniert der? Der funktioniert, ja. Nee, sorry. Sorry, schade, dass der nicht geht, hätte ich genommen. Aber da du häckselst und einen Häckselgutanhänger verkaufen willst, muss ich leider nachfragen. Das ist, ja. Da kommt einem etwas spanisch vor. Ja, solange es nicht portugiesisch ist. Ja, ich weiß. Feld geht nicht zu kaufen, auch die anderen bekommen es nicht hin. Ach Mensch, Leute. Welches Feld, Randy?
88. Wo ist denn das mal ganz schnell? Na, bei mir auf den Feldern. E9, 92 dort. 87, 88. Ist ein Grasfeld? Ja, ein Grasfeld. Ja, soll ja nur als Abstellfläche genutzt werden, glaube ich. Genau. Ist gekauft. Danke. Brauchst du aber das Geld nochmal? Ja, genau. Ja, dann sollst du das LU mir überweisen, keine Ahnung, ich hab's jetzt von meinem Geld bezahlt. Ach so. Ach, jetzt tu doch mal nicht so, weißt du? Was waren das, 39, gell? Millionär und dann wegen 80.000 rum? Also, nee, doch. 34.959, glaube ich. Warte, ich guck nach. Sagt der eine Millionär zum anderen. 34.959. Es wurde immer gesagt, von den Millionären lernst du das Sparen. Werner? Ja. Das ist so. Okay. Ich glaube, das ist wirklich so. Irgendwie müssen, also diese Selfmade, diese richtigen Selfmade, die müssen ja irgendwann mal die Millionen irgendwie bekommen haben. Das ist richtig. Und ich glaube, viele haben sich, also ich glaube, es gibt Millionäre, die sich das tatsächlich auch erspart haben. Habt ihr schon mal einen Millionär getroffen? Ja. Okay. Ich kenne tatsächlich einen, ja. Lass mich überlegen. Ich habe bestimmt auch schon einen getroffen, aber er hat nicht gesagt, dass er reich ist. Das wären die wenigsten. Ja, wahrscheinlich. Also ich kenne nur Benny. Ist der Millionär? Er tut so, ne? Er tut auf jeden Fall so, ja. Wir müssen über was anderes reden. Du kriegst eine schlechte Laune. Nö, weil der mir echt egal ist, aber keine Ahnung. Schwieriges Thema. Mir hat letztens einer was gesagt, was ich recht interessant fand, was ich auch genauso sehe. Kann ich euch nachher mal erzählen. Muss nicht unbedingt dann während der Aufnahme sein. Ja. So. Ups. Ach, das funktioniert echt super hier. War das Ironie? Das war tatsächlich keine Ironie. Ah, bro. Hat noch niemand einen Namen Ernte gerade? Ja, ich. Lol, da haben wir jetzt ein Problem. Aber ich warte darauf, dass das LU mir sagt, dass ich es mir zuweisen kann. Habt ihr ein Fahrzeug verkauft? Nein. Nö. Kurz, hallo. Eine Frage, habt ihr schon irgendwelche, habt ihr ein Fahrzeug verkauft? Nein. Nein. Steht ein verkauftes Fahrzeug, platzierbare Objekte. Verkauf von Objekten. Ist das Standard von Anfang an der Pack? Alles klar. Ja, aber bitte trotzdem immer zu Beginn direkt zuweisen, dass die Liste ja, der Manuel, ist. Jetzt haben wir aber ein Problem, bitte. Wir haben 4 Einträge aus der Ernte. Wurde von euch für Werner schon irgendeine Ernte verkauft? Nein. Hol die gerade erst. Also es wurde definitiv von euch noch nichts verkauft. Weil ich, ja. Es geht jetzt darum, ich habe meine Pellets, muss ich zuweisen und es steht jetzt Firma Ernteeinnahme drin. Kann schon von Ihnen sein, weil manche Paletten halt später erst. Ja, also das kann, ich weiß, die fallen ja da einzeln rein. Deswegen. Ja. Aber mir geht es nur darum, ob ihr schon was für Werner verkauft habt. Nicht, dass ich jetzt seinen Gewinn zuweise. Ich habe nichts verkauft. Gerne, hat nicht immer irgendwas wegbringen wollen? Ja, das habe ich aber noch nicht. Das war noch dabei. Nicht. Gut, alles klar, dann ist es meins. Ja. Den Rest nehme ich gleich raus. Danke, ich nehme die Ernte erstmal raus. Kann mich eine Runde schieben, bitte wieder? Ja. Dankeschön. So. Bring ihn an. Achso, jetzt. Werner, von dir, ich habe das geklärt, von dir war jetzt noch nichts dabei. Okay.
Sommer. Okay, das. Oh, Alter! Ich mal ganz kurz überlegen. Was denn? Kann ich dir irgendwie helfen? Da du mir schon mal Hilfe angeboten hast und die aber nicht ernst gemeint war, nein. Okay. Ja, sorry. Ich glaube, ich habe noch keine Ballenpresse gekauft, wenn ich das richtig sehe. Wenn man so viele Geräte hat, dass man nicht mal weiß, welche Geräte man hat. Das Schlimme ist, dass ich tatsächlich nicht viele Geräte habe. Mhm. Nee, wirklich nicht. Also haben sie bei der Bank gelogen, ja? Gelogen und betrogen. Es ist, es kommt ja nicht darauf an, wie viele Geräte man hat, es kommt ja darauf an, wie viele diese einzelnen wert sind, oder? Naja. Naja. Hab ich ja nicht gelogen, ey. Gott, du bist ein Lüger mit Eisel! Falls sie es nicht mitbekommen haben, RSLU. Ja, hab ich. Naja. Wo sonst? So. Ist das schon reif? Nee, ist das nicht reif. What? Okay. Hat auf jeden Fall ein Imbalance-Problem. Was für ein Problem? Ein Balance-Problem. Ich habe eine Frage. Darf ich für circa eine halbe Folge oder so mal zwei LU-Mitarbeiter beschäftigen? Also der eine ist bei mir gleich fertig. Also was heißt gleich fertig? Dauert ungefähr 10 bis 15 Minuten noch. Und dann wäre der wieder frei. Also den habe ich jetzt keine neue Aufgabe und ob ich den halt eventuell. Und dann noch eine Frage, Wender, lässt du deine Pellets abhacken? Ja. Okay. Da wäre jetzt meine Frage, ob ich dafür die Zeit. Ist für euch ein Problem? Die wurde schon beantwortet. Ah, die wurde schon beantwortet? Ja. Nein. Ja, nein, was jetzt? Es wurde beantwortet mit nein. Echt? Warum? Nee. Ich hätte gesagt, ja, mach wenn. Die 10 Minuten, aber 15 danke. Minuten ist nicht nee, das Ding. Nein. Echt? Komm schon bitte. Kann ich auch sagen, für die nächsten 5 Mal, nein. Aber brauchst du nicht auch mal einen zweiten Mitarbeiter? Nein. Och, Bernhard, sei doch kein Frosch. Das ist mir egal. Mir ist auch der Hate egal. Warum denn Hate? Deswegen Hate? Nein. Doch, liebe Zuschauer, auf alle Fälle. Definitiv kein Hate deswegen. Also. Es gibt natürlich Sachen, wo man jetzt kein Fass aufmachen kann, wie ich es gemacht habe. Was, wo man kein Fass aufmachen kann? Wo man kein Fass aufmachen muss, wie ich das gemacht habe. Wie jetzt? Naja, ich habe da heute so komische, wie soll ich es nennen? Kommentare gelesen mit Regelverstoß? Ja und nein. Und dann habe ich noch Kommentare gelesen, wie guck dir unbedingt die heutige Gamsting-Folge an. Hat der Werner natürlich gemacht. Ja und, was war da? Ja, da fielen solche Sätze wie, wie hast du es genannt? Ich will den Werner irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, aber irgendwie. Ja komm jetzt, sag jetzt, was ist so spannend? Ach, Das fand ich nicht schön. Und ja, nein, so fängt der Werner nicht schon wieder an. Bitte, nochmal. Muss ich sagen, nein. Deswegen bitte nochmal, was habe ich da gesagt? Weiß es wirklich nicht mehr. Ja, genau. In der Situation war es mir auf alle Fälle, war mir nicht sehr wohl im Bauch und das muss ich jetzt sagen, dann muss ich jetzt einfach mal nein sagen. Du hättest auch so nein gesagt, und, aber absolut. Was habe ich denn gesagt, dass ich... Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also ich... Werner penetrieren, glaube ich, hast du es genannt. Was? Ja. Ich das weiß nicht, was du in deinen Folgen... Das genau, glaube ich, war das Wort. Ach, ich weiß den Wortlaut nicht mehr. Genau das war dein Wortlaut. Richtig. Du hast ganz schön Stimmungsschwankungen, Herr Werner. Wie lange brauchst du denn den Dinger noch, Werner? Gerade mal aufhören, dann bekommst du wieder. Tatsächlich... Also bist du mit unterwegs, ja?
Den werden ja penetrieren. Ja. Ist ab. Entschuldigung, erklärt erstmal. Hat sich gerade geklärt, bitte. Aber Entschuldigung, das finde ich jetzt, ist auch ziemlich aus dem Kontext gerissen, denn das war bestimmt nicht der einzigste Satz, der dazu gesagt wurde. Weiß ich nicht, dafür müsste man die Folge ganz gesehen haben, das habe ich leider nicht. Aber du hast dir bestimmt die Stelle ganz angeguckt. Ich habe mir die Stelle ganz angeguckt und es war schon so gemeint, wie es gesagt wurde, bin ich der Meinung. Aber okay, was war denn wie gemeint? Ist jetzt wirklich, also ernsthaft jetzt mal, weil ich wüsste... Du wirst wohl wissen, was du in deinen Folgen sagst. Ja, aber ich nehme tatsächlich doch täglich und dann einige auf und ich glaube also nicht, dass ich irgendetwas Negatives gesagt habe. Es ist auf alle Fälle darum gegangen, dass du irgendjemanden hast, den Matthias, glaube ich, der irgendwelche Kalkulationen für dich macht. Matthias? Oh, achso, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Wen? Nicht Matthias, egal. Hm. Ja, weiß ich nicht, wie er heißt. Oder, keine Ahnung. Oder Manuel, sorry, weiß nicht genau, wie er heißt. Und der, weiß ich nicht, der irgendwie bei Gamsing, irgendwie wäre es darum gegangen, nee, Gamsing muss er noch nicht gucken, weil das Ding ist eh gelaufen, das hast du eh gewonnen. Anders sieht es aus wie bei Stappenbach. Was? Oder anders sieht es aus wie bei Stappenbach, weil da willst du mich penetrieren das und mir die Stirn bieten. Ja, genau. Ja. So, was ist da jetzt aus dem Kontext gerissen? Aber was ist da dran falsch? Was ist daran falsch zu sagen, Werner ist ein harter und ernstzunehmender Gegner? Das habe ich nämlich schon öfters gesagt und ja. Da möchte ich gerne dagegen halten. Das Gute ist ja, Tino, dass ich weiß, dass du leider sehr viele Felder hast, sehr viel Arbeit hast und deswegen muss ich dir aus taktischen Gründen leider verbieten, einen zweiten Helfer zu nehmen. Ja, gut, ja, gutes Recht scheiß ist, auf den Helfer reden. Jetzt, aber du hast das nicht halt negativ aufgefasst, oder? Naja. Also, ist Benedikt ein schönes Wort? Jetzt bin ich ja gespannt. Also wenn du das jetzt mit Ja beantwortest, dann haben wir eine falsche Auffassungsweise, wir zwei. Aber tatsächlich kann ich mich an das Wort penetrieren jetzt nicht erinnern, aber wenn du es geschaut hast, dann ja. Sicherlich habe ich es gesagt, wenn du das so fest der Meinung bist. Aber die andere Seite ist, will ich den Werner penetrieren, heißt das sinngemäß, aber auch nichts anderes wie dir, also einfach mal versinnbildlicht oder synonymhaft gesagt, die einfach nicht den Sieg zu schenken, sondern da schon ein bisschen nee, dagegen ja zu klar. halten. Das ist ja klar. Ja. Aber das war mir ja seit Tag 1 klar. Ja, aber nichts anderes, ja. Weil Füssi hat so gesagt, wir kamen eigentlich da drauf, weil Füssi auch so gesagt hat, alter Schwede, ey, wenn ich das immer so höre von Stappenbach, also mit den Krediten und alles und wie es da abgeht, so ist es ja bei uns in Gamsting nicht. Ne? Ja, genau. Und wenn ich dann sage, hier mit dem Sieg zum Beispiel, brauche ich nicht, habe ich schon gewonnen. Das sind halt so unsere kleinen Diss gegeneinander. Das habe ich das absolut verstanden. Klingt, ja, aber das, wenn man das so sagt, da brauche ich das nicht, da habe ich ja eh gewonnen, klingt das eher überheblich meinerseits. Und das soll aber bitte nicht so rüberkommen, das will ich schon klarstellen. Ne? Weil das ist einfach das zwischen mir und Füssi, dass wir uns da so ein bisschen halt necken. Ne? Das ist, macht einfach das Projekt aus. Und und dann kamen wir eben auf Stammbach. Füssi hat dann gesagt, boah, ich bin eigentlich froh, dass ich da nicht, vielleicht in deiner Haut stecke, irgend sowas hat er da gesagt, oder da nicht mitmachen muss. Klingt jetzt auch falsch, aber mitmache halt, weil so wie da die Kredite und was da ansteht und was da gemacht wird, das ist ja schon heftig. Für Arbeit und so weiter. Ne? Das läuft nicht so ruhig wie bei uns auf Gamsting. Ja. Und in dem Zusammenhang habe ich gesagt, ja, Werner, müssen wir schon die Stirn bieten, den kann man nicht einfach so gewinnen lassen. Ob er jetzt wer gewinnt, ist mir scheißegal. Ob das Werner, ob das Renny, ob das ich bin, ist mir vollkommen Hupe. Ne? Aber ich will einfach nicht kampflos untergehen. Warum? Aber auch hexengute Anhänger, sicherheitshalber, oder? Weil ich habe den kaputten jetzt verkauft. Was? Den kaputten? Oh. Können die nicht immer sagen, wenn die mich ziehen? Mitten im Gespräch? Lol. Ernsthaft? Lol. Alles klar. Aber das bist du nicht fertig für heute. Aber wir sind fertig. Ja, jetzt haben wir aber eher reichlich überzogen. Ich hab angefangen, oder? Du warst dran. Glaube ich, war dran. Ja, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen bereits wieder zu einer weiteren Folge des Stadtmacht-Challenge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.